Hallo, grüß Gott. Ich grüße euch. Ich habe es abgeändert. Mensch, ich bin begeistert. Zum nächsten Part mit Binat bei The Devil in Me. Hallo, Binat. Hallo, Strumpfi. So. Wir hatten es ja dunkel, ne? Ich gehe mal schon mal fortsetzen. Wir hatten sehr viel Dunkelheit im letzten Spiel. Ich hoffe, es wird ein bisschen helliger. Helliger. Ja. Ja, helliger wäre toll. Nicht. Helliger. Ja, eben. Ist es draußen dunkel? Nee, es ist schon helliger geworden. Okay, gut. Wir krabbeln mal durch. Wir müssen wieder warten, bis der Strumpf wieder durchgeglitscht ist. Ja, dauert ein bisschen. Oh, warte, da müssen wir auch gleich wieder hingucken. Da kommt er. Oh, diesmal schaut es aber die Animation. Oh. Nö, war perfekt gerade. Echt? Grad. Nee, bei uns sah es sehr krass. Lustig aus. Okay. Sag mal, wo sind wir denn eigentlich gelandet, ey? Das hat irgendwas. Jetzt haben wir diese Handwerker, weißt du noch, wo es geblitzelt hat? Hammer? Jetzt sind wir hier, ja. Ja, okay, Hammer. Sei still! Nein! Monika! Nein! Nicht. Bitte, sei still! Bitte. Was? Sieht aus wie eine Säge. Was zum Teufel? Was ist das? Warte, ich guck mir das mal. Ist das eine Art Botschaft? Er will uns Angst machen. Oder uns was sagen. Da ist ein Knopf. Ich weiß nicht, soll man den drücken? Also mach du mal, weil sonst ich mache immer alles kaputt. Ja, wenn, dann sterbe ja bloß ich. Aber da ist ein Timer von 9 Sekunden. Ich habe jetzt Schiss mit. Warte mal, hinten war eine Tür. Warte mal. Warte mal, weil wenn wir jetzt den Knopf drücken, nicht, dass wir dann bloß 9 Sekunden. Wir gehen mal in die Lobby. Wir gehen mal nicht in die Lobby. Schau mal, ob du noch den Schlüssel hast, unten im Steuerkreuz. Ich hatte nämlich mit dem Charakter einen Schlüssel gefunden. Ich habe nur eine Taschenlampe. Okay. Nur eine Taschenlampe. Obwohl, warte mal, vielleicht, das Spiel ist ja oft verbuggt. Vielleicht drücke ich einfach mal die anderen Tasten. Vielleicht habe ich es ja doch, weißt, aber man sieht es halt nicht. Ich traue dem Spiel alles zu. Alles. Bestimmt. So, zeig mal bitte. Nee, leider nicht. Ja, kann man nur machen. Gut, dann drücke ich den Knopf, weil Binat meint, wenn sie es macht, sterbe ich. Push the button. Oh Gott. Gut, ist nur eine Puppe. Mist. Das hat aber noch einen Schlüssel sich. Hat sich nach dem Schlüssel angehört, so. Ja. Ich sehe ihn. Dann leuchtet noch was. I hold the key. Geh halt dahin! Warum gehst du runter? Wen haben wir hier gefunden? Reinhardt, leitender Abbruch. So, das war's jetzt. Acht Reinhardt. Tschüss, ne? Abbrucharbeiter. Warte! Nein, ich kann nicht! Wie? Das Spiel hat sich bei mir aufgehangen. Ich kann nicht mehr lenken. Also Ich lauf weg. Da schaut die Krabbel die ganze Zeit. Boah, das Spiel macht mich fertig. Und schau mal, ob du die Tür aufkriegst und ob ich dann auch reinkomme, weil die ist einfach weggelaufen. Und jetzt gehe ich die ganze Zeit in die Hocke und stehe wieder auf. Und in die Hocke und stehe wieder auf. Das lustige Backfest geht weiter. Das ist ein Workout. Also, ich bin durch. Bist du auch durch? Nein, ich mache immer noch mein Workout. Okay, dann müssen wir, glaube ich, jetzt warte mal kurz. Ich gebe mal vielleicht. Drück du mal. Okay. Ich komme jetzt gerade nicht raus. Nee. Müssen wir nochmal neu starten. Wir müssen nochmal neu starten. Wunderbärchen, wir freuen uns. Das ist einfach nur klasse. So, zurück zum Hauptmenü. Es macht Spaß, ne? Also ja. Muss ich sagen, es ist richtig super hier. So, zurück zum Hauptmenü. Wirklich verlassen, natürlich. Oh. Meine Damen und Herren, ein Bug. So. Ich spiele nicht alleine. Immer gemeinsame Story.
weiterhin mit der Lieben jetzt, wo bist, da bist du, hier, bitteschön, zurück zum Spiel, los geht's, bereit, jetzt bin ich gespannt, wo wir sind, sind Sie auch bereit? Ja, ich bin bereit, wenn du bereit bist. Ich habe schon gedrückt, okay. Es dauert immer ein bisschen, bis ein... Ja, ich weiß, ja, das ist, das ist nicht so, die, so schnell, das Spiel. Wir müssen selbst erstmal die Bugs verarbeiten. Ja. Schauen wir mal, wo wir jetzt sind. Oder ob ich immer noch ein Workout mache. Das ja, das hat dich doch ein bisschen getroffen, dass du nicht über die Taschentücher kamst. Ja, das ist ja klar. Deswegen haben wir gedacht, ich muss was für meine Fitness tun. Weil stell dir mal vor, es kommt einfach in der Küchenrolle. Das war's dann. Ah, wo sind wir denn jetzt? Ich ja, wieder Knopf drücken. Ich bin total im Dunkeln hier alleine. Du bist weg? Ich bin woanders. Und weißt du, wo ich bin? Ich muss wieder den Knopf drücken. Oh Mann, ey, warte mal, vielleicht. Ich bin noch da vorne. Warte, ich muss noch mal durch die Tür. Ich bin über dir, sozusagen. Ah. Warte noch mal, ich komme. Ja, ich warte. Ich hab Zeit. Nach meinem Workout bin ich fit. Ah, ich sehe dich schon. Ich hab grad dein Popöchen gesehen. Was? Mein Popöchen? Sag mal. Guckst du denn in? Ja, das Summer. War halt hier gerade durch die Holzblätter. Blätter. Ah, da bist du ja. Die Holzblätter. Durch die Holzbretter. Gezimmert aus Zewa. Oh Gott, ey. So, ich bin echt gespannt. Wenn man jetzt auch so einen Kontext nimmt, hört sich's auch komisch an. Drück mal. Ja, ich drück mal wieder, ne? Ah, vielleicht nehme ich dieses Mal den Schlüssel. Ich bleib gleich unten, ich mache nicht nochmal einen Workout. Du kannst die Karte anschauen. Mist. Ich habe Angst, weil ich bin ja hochgegangen und dann plötzlich dreht sie sich um und hat sie gedacht, nö, ich spiele das Spiel nicht mehr. Okay, ich bleib du unten? Nee, nee, ich mach's ja. Untersuchen. Die dreht sich wieder um. Nee, warte, ich habe aber die Visitenkarte. Reinhardt. Leitender Abbrucharbeiter. So, und jetzt bin ich gespannt, ob ich wieder wegrenne. Ich hatte mich gerade schon wieder so eine blöde Bewegung gemacht. Nee, jetzt geht's, glaube ich. Hast du den Schlüssel? Gut, ich habe einen Schlüssel. Nein, die geht schon wieder! Nee, doch. Nee, es macht bloß Platz. Boah! Ganz ruhig. Das... Okay, okay. Warte, ich atme wie du. Genau so atme ich. Mhm. So, hier war ich schon vorhin. Hm, schön. Dich. Kannst du mir alles mal zeigen? Ja, ich war nur hier. Achso. Ich kann mich wieder nicht bewegen. Jetzt ist die Kameraführung wieder des Todes. Ich kann mich leider nicht drehen. Echt jetzt? Also, wo will man hin? Warte mal, du gehst jetzt dahin. Ich folge dir, ich mach Licht. Siehst du mein Licht wenigstens? Ich sehe nicht mal dich. Ach da. Warte mal. Oh, da britzelt was. Ja, du musst, glaube ich, jetzt mal ein bisschen gucken, weil... Eine Münze! Ich kann mich nicht... Ich sehe nicht, ja. Kameraführung des Todes. Und somit haben wir 12 Münzen. Krass. Oh, hoffentlich kriegt sich das wieder ein. Jetzt guck mal von vorne an. Was, von vorne? Achso. Ja, ich kann die Kamera nicht drehen. Ich kann nicht hinter ihn. Jetzt laufe ich im Endeffekt vor ihm. Ich sehe bloß nicht, wo du hingelaufen bist. Doch, du bist schon richtig. Einfach weiter. Ja, warte, da kommt ein Loch. Nein, nein, geh weiter, komm. Folge mir. Ja, hallo. Siehst du mich nicht? Das gibt's ja nicht. Nein, ich kann aus der Perspektive nicht raus. Ich gehe genau vor ihm. Ich schaue jetzt aber mal, ob ich was finde, weil es ist ja hier, also... Es ist nicht normal. Oh Gott. Das spielen genau die zwei Richtigen das Spiel. Der eine kann ich über Tücher und sie ist immer noch da vorne. Komm halt her! Wo muss ich denn lang? Ja, einfach gerade weiter, ja! Nicht, geh einfach weiter, 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 weiter. Nein, nicht stehen bleiben, weitergehen! Ich bin irgendwo dagegen gelaufen. Ich kann da nicht weiter. Achso. Soll ich dir, warte, ich pfeife mal. Folge beim Pfeifen. Ach so, jetzt bin ich wieder hinter ihm. Sehr gut. Oh. Es ist doch, es ist sonst keinem erzählen hier.
Ha, so, ich mach mal hier was mit dem Tisch. Marc, oh, hier. Schon Bauchschmerzen. Weg mit dem Schreibtisch. Hallo? Marc? Jamie? Hier. Kate. Wir sind okay. Oh. Wir sind okay. Gott sei Dank. Wir haben einen Schlüssel. Nichts wie raus hier. Total stolz. Wir haben einen Schlüssel. Da hinten kommt er bestimmt jetzt raus. Ja, da ist er schon wieder. Oh Gott, ey. Ob der Mörder auch solche Steuerungsprobleme hat? Wahrscheinlich nicht, ey. Hoffentlich kommt nicht noch sowas, wo man wegrennen muss und dann kommt es. Hier lang. Ja klar, logisch. Charlie. Stimmt. Schon 181 Morde schon begangen. Ja, aber es wurden ihm bloß 20 anerkannt. Was, du bist Aaron? Wer bin ich? Siehst du jetzt auch Aaron? Nee, ne? Die aus dem Schrank raus. Ja? Das sehe ich gerade. Okay. Ah! Verschwinden Sie! Ach. Siehst du das Rennen? Ja. Ich auch. Und Holmes. Haben wir gleich die Richtig. Nächste. Die... Ich. Nicht da rein! Das Doch, ist schon... hell. Aber das sieht wie so eine Kammer aus. Rein, raus! Das war die dummste Idee, da reinzurennen. Die können wir noch retten. Kein Problem. Die wollten jetzt zeigen. Irgendein Gas rein und die hat doch Asthma. Ach, du bist jetzt Jamie und ich bin jetzt Aaron. Jetzt sind wir wieder getrennt. Kate! Oder? Oh. Hör auf, was ist? Ja, ich denke schon. Jetzt warten wir, bis die Szene da vorbei ist. Oh, Scheiße. Ich wusste es. Mach die Scheißtür auf! Oh, schön. Okay, wissen wir gar nicht. Ich bin auch eingeschlossen. Ich kann dich nicht hören! Oder doch nicht. Kate! Also ich sehe dich. Aaron, alles okay? Bitte mach jetzt nicht schlapp. Holt mich hier raus! Beeilung! Noch eine Falle! Beide verschlossen. Fuck! Was war das? Oh. Ist es eine Kühlung, oder? Ja, ich wusste, Gott, der bläst da irgendeinen Scheiß rein. Ja, Kälte. Oder Gas. Ich kann nicht atmen. Diese Fenster sind fest verschweißt. Er will, dass wir dabei zusehen. Warte, schau mal. Ein Regler. Sagt er für Luft? Nein. Ich muss jetzt entscheiden, wer Nein, nicht beide. Der saugt sämtliche Luft ab. Die Person, zu der wir den Hebel schieben, wird sterben. Was? Tu doch was! Er will, dass wir uns entscheiden, oder? Oh mein Gott! Ich kann nicht. Wenn wir nichts unternehmen, sterben sie beide, Marc! Deine Freundin will auch nicht sterben, glaube ich. Wir müssen wählen. Jetzt! Wen soll ich denn wählen? Aaron töten oder Kate töten? Was mache ich denn jetzt? Wenn ich nichts mache, sind beide tot. Wahrscheinlich. Dann mach Aaron. Oh! Hab ich. Es tut mir so leid. Und jetzt stirbt bestimmt die andere. Nee. Oh, oh, oh. Ich kann nicht. Es tut mir leid, Aaron. So leid. Aaron.
Es ist Charlie. So, jetzt haben wir schon 2 verloren. Ja. Wenn wir weiter so machen, spielen wir am Ende wirklich den Mörder. Das stimmt. Und ich hab tatsächlich, und das ist total peinlich, eine schlechte Nachricht. Wie? Meine Platte ist voll. Nein! Aber den Mord haben wir noch gesehen bei mir. Also, dass wir es getötet haben. Scheiße, Aaron, sie ist tot. Sie ist tot, verdammt nochmal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jamie. Ich... Danke. Was zum Teufel hätte ich tun sollen? Wir können nichts dafür. Das macht alles Dumet. Er spielt mit uns. Jemanden planen? Vergesst seine Spiele, Fallen und den Mist. Denkt an die Killer in unseren Berichten. Sie haben alle eine Schwäche. Wir sollen ihn also zum Tee einladen und analysieren? Nein, wir sollen unser Hirn benutzen. Wir können ewig mutmaßen, aber wenn wir hier sterben, ist das egal. Ich spiele nicht die Detektivin, ich will überleben. Detektivspiele werden uns retten. Spielen wir seine Spiele, gewinnt er. Wir müssen schlauer sein. Er will die Gruppe nach und nach trennen. Das dürfen wir nicht zulassen. Wartet. Er könnte uns gerade zuhören. Wo sollen wir hin? Zurück zur Fähre. Die ist doch schon weg. Sie hängt an der Kette, vielleicht lässt sie sich holen. Vielleicht, reicht mir nicht. Der Leuchtturm. Wir könnten ein Notsignal senden. Über den See patrouillieren Polizeiboote, oder? So weit draußen? Leuchttürme sollen kilometerweit zu sehen sein. Nimmst du das hier auf? Ohne Beweise wird uns niemand glauben. Du willst, dass ich aufzeichne, wie er uns töten will? Und die Leichen. Für die Cops. Hört mal. Die Wände bewegen sich wieder. Kate, warte, wir müssen zusammenbleiben. Scheiße! Kate! Warte! Mark! Jamie! Hey! Nein, nein, nein! Fuck. Ja, ich starte bei dir. Gut. Musst du schon was machen? Was? Ich glaube, wir sind jetzt unterschiedlich. Ich würde dann wieder muten. Ja, ja, das machen wir. Habe ich auch gerade gedacht. So. Trump ist wieder raus. Und weiter geht's. Ist ein bisschen ein Chaos-Part alles. So, und ich habe leider natürlich nicht geschafft, die Kamera hier zu holen, was echt bescheuert war. Ja. Blöd gelaufen, würde ich sagen, ne? Die kriegen wir jetzt dann immer raus, ne? Kann ich da irgendwie... Da ist er. Nee, ist er gar nicht. Sehe sie nicht. Kann man nichts machen, glaube ich. Kamera ist weg. Na, ganz toll. Das hat sich ja jetzt hier alles gelohnt. Wo sind wir denn? Wir sollten uns nicht trennen. Ja, das ist super gelaufen, ne? Ah, wir haben eine Münze gefunden. Haben wir schon 21 Münzen. Ja, perfekt.
Da leuchtet was. Paint. Oh, guck mal. Können wir das da oben nehmen? Na komm. Hä? Also diese Steuerung, Tori, es ist... Ich versteh's nicht. Hier drücken. Müssen wir erst was holen? Dass wir da rankommen? Dass wir uns irgendwo draufstellen können? Ach, Leute, dieses Spiel, ne? Hat wirklich die Steuerung des Todes. Ich will so einen Arm nehmen von der Puppe. Also ein Bein und die da runterholen. Toll, jetzt habe ich die Kamera verloren. Das ist sehr ärgerlich. Irgendwie mache ich alles falsch in diesem Let's Play. Oh, guck mal, können wir den Wagen da nehmen? Nee, ne? Bitte, bitte, jetzt gucke ich nochmal, ob ich da jetzt doch an dieses Kameraobjektiv oder was auch immer das war, rankomme. Wir haben zwar keine Kamera mehr. Der schnaubt so krass. So, nochmal. Ja, geh halt da ran, Junge. Na, der wedelt dann nur, wisst ihr? Und irgendwie... Weiß nicht, muss ich die ganze Zeit auf die Taste drücken? Verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was ich da machen muss. Wenn ich nur einmal drauf drücke, zieht das auch wieder zurück. Also ich komme irgendwie einfach nicht ran. Na, klappt irgendwie nicht. Oder, ja, oder Beans stellt sich blöd an. Das ist natürlich auch gut möglich. Ach, guck mal, hier ist auch so ein Wagen. Können wir den nehmen? Nee, ne? Jetzt schon angezeigt. Ja, komm, scheiß drauf. Was auch immer es war. Wahrscheinlich hätte es uns am Ende irgendwie ganz toll geholfen, aber wir haben ja eh keine Kamera mehr. Dann ist es jetzt egal. Kommen wir jetzt nicht raus? Bitte. Ja. Schön war's. Ich bin im Keller eingesperrt. Yippie-ai-yay. Verstecken? Fuck, wo soll ich mich denn verstecken? Hi. Bitte keine Quicktime-Events. Ist der? Bitte keine Quicktime-Events. Bitte, bitte, bitte nicht. Geh einfach wieder, Holmes. Geh einfach wieder. Darf ich wieder atmen? Darf ich wieder raus? Ich trau mich nicht. Meint ihr, der kommt wieder? Oh Gott. Ich hab die Luft angehalten. Was für eine Scheiße. Oh nee, bitte nicht, ey. So ein Shitty. Hier auch noch. Da ist er raus, ne? Jetzt sollten wir da nicht raus. Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn wir das überleben, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich glaube echt, am Ende sind alle tot. Guck mal, die Tür ist jetzt offen. Achtung. Was war das? Will ich das wissen? Nein! Shit! Der rennt halt auch. Sorry, der ist halt mega lame.
Nein. Nein! Leute, es tut mir so leid, ich kann das nicht. Nein, nicht schon wieder. Oh nein. Nein, ich hasse es. Ich habe schon ganz schwitzige Hände, Leute. Ganz schwitzige Hände. Bitte keine Quicktime-Events mehr, bitte. Geh einfach, Hope, geh einfach weg. Dich. Unbelievable. Uns wir bewegen. Oh Gott. Oh Gott, ich will aber da gar nicht durch, da ist er ja durch. Oh, guck mal, da können wir irgendwas machen. Ich will eigentlich schon gar nichts mehr machen. Ach, das war der Bar-Fuzzi, ne? Können wir da eigentlich irgendwas klicken? Nee, ne? Nee. Gott. Oh Gott, Leute, ey. Gas noch. Was im Mülleimer verstecken. '72, '93. Brauchen wir das? Ich notiere es mir mal kurz. 72, 93. Ich weiß nicht, ob wir noch mal irgendwas brauchen, aber ich habe es mal notiert. Hey, konnte man nicht hier auch was machen? Ach, wartet mal, da war ja auch so ein Code hier an dem Barfuzzi-Typen dran. Oh Gott, ey. Was hatte der für einen Code? 0028. 0028 Bar-Typ. Und sie ist, wie, welcher Charakter war sie? Sie ist Kate, ne? Kate-Puppe. Oh, wollen wir da wirklich reingehen? Ich habe echt überhaupt keinen Bock, ey. Gott. Jetzt, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Oh. Ach, da haben wir auch was. Ein Code. 6883. Arm. Irgendeine Puppe. Oh Leute, ich will nicht mehr. Nein! Fuck! Wo kann ich mich verstecken? Einfach hier in der Ecke stehen. Wir müssen jetzt eh bald die Aufnahme ver... Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich mache, aber es ist mir jetzt egal. Oh shit. Habe ich auch noch aus Versehen pausiert. Entschuldigung. Macht nichts. Ich bin gerade beim Türöffnen, aber es ist in Ordnung.
Können wir beim nächsten Mal weitermachen? Ja, es ist jetzt nämlich auch Zeit. Okay, nee, kein Thema. Kein Thema. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Und ja, mach's besser und wünsche euch bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal. Wir sehen gute uns Nerven. Beim nächsten Mal. Bis dann. Macht es gut. Bis dann. Ciao. Ciao.